So, das war der 98er E3-Trailer und wir gehen gleich weiter zum 2001er E3-Trailer und mal gucken, was der uns so zu vermelden hat. Dann 3 Jahre später. 3D Realms. 10th Anniversary, bitch. So sah der Duke übrigens ganz früher aus. Das war noch ein 2D-Spielchen. Duke Nukem 1 und 2. 96 dann Duke Nukem 3D. Das epischste. Der Vater aller Shooter. Naja, eigentlich nicht, aber schon der Daddy. Und das ist die geplante 2001er-Version mit vielen Parallelen zum heutigen Duke. The Hero That Is Forever. Natürlich damals noch mit ganz anderer Grafik. Vor 10 Jahren war das hier aber schon unglaublich blutig und gut. Also, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, ne? Wenn das 2001 rausgekommen wäre. Yeah, when it's done! Wenn das 2001 rausgekommen wäre, ich schwöre, hoch in memory of Douglas Wayne Myers Jr. Oh, ruhig mal googeln den Namen, ne? Wisst ihr ja. Wenn das 2001 rausgekommen wäre, ich schwöre, das hätte so alles in Grund und Boden gerockt. Das wäre so abgegangen wie ein Zäpfchen bei Partytime. Grandios, kann ich nur sagen. Grandios, das wäre der richtig würdige Nachfolger für den Duke gewesen. Da hätte keiner was gesagt. Ha, so. Jetzt gucken wir uns aber das 2003er Gameplay-Video an. Mal gucken, wie es aussah. Auf jeden Fall größer. Duke Nukem Shades Operating System. Und man beachte unten links die GUI, die sieht leicht anders aus. Das wäre auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel geworden hier. Sieht zumindest so aus. Huch. Slick Willy, Open Dusk Till Dawn. Bäh, lass doch sowas. Ganz ehrlich, ich würde die ganzen Versionen ja so gerne mal spielen. Das wäre so ein Highlight, wenn man die noch irgendwo herkriegen könnte, weil irgendwie muss ja das hier auch aufgenommen worden sein. Und die Szene im vorherigen Trailer natürlich auch in der 2001er-Version. Ach, wie gern hätte ich die mal. Ach Mensch hier, ach Mensch, mit Quicksave und Quickload. Ach, hoho, ich weine ein bisschen. Und jetzt weine ich mich mal 3 Jahre später zum 2006er-Gameplay-Video. Alter, wow, ja. What a reception. Alter Wackelkopf. Ooh, I saw something. Ach Mensch, da flog man ja gerade mit Jetpack rum.
Und man hat gerade schon gesehen, hier gab es schon Ego. Das heißt, hat man schon auf Ego gesetzt. Und hier gibt es auch ein paar schöne Effekte mit bei. Okay, sieht natürlich alles noch ein bisschen unfertig aus. Nicht alles, aber einiges davon. Aber nichtsdestotrotz wäre es spannend gewesen, das mal zu zocken. Deactivate Shield, aha. Sieht gerade ein bisschen aus wie 4. Der Gang kam mir gerade sehr bekannt vor. Das war, glaube ich, am Anfang im Casino einer von den Gängen. Jetzt ziehen wir uns mal schön den 2007er Weihnachtsteaser rein. 3D Realms, Baby. Ah, den kennen wir doch alle. Oh, das war das Lebenszeichen vom Duke. Oh, wie der gefeiert wurde. Oh, wie der mit Skepsis betrachtet wurde. Oh, wie alle gesagt haben, der kommt niemals raus. Yeah. Mm. What'd you expect? Forever's a long time, bitch. Yeah. So, jetzt kommen wir uns, wir nähern uns langsam dem Ende, weniger Quatsche, mehr zeigen. Aber das sind ja eh gerade alles hier, ist ja alles ein Add-on zum Let's Play, was soll's. Jetzt gucken wir uns den Triptych Promotion Trailer an. In a time of war, there are some legends that I couldn't read because it's too quick away and some heroes that you froze to die. Ja, so in der Art. 3D Realms, Triptych Games. And there are still no reports of any activity from the alien ships. In his speech on Thursday, the president said he remains cautious but optimistic regarding the recent alien visitation. I'm issuing you a direct order not to engage in hostile interaction with the alien visitor. I know you don't like this, Duke, but we can't go in with guns blazing just yet. Why doesn't somebody do something to protect us? Isn't this what we pay the government for? But you'll protect everyone if the president is wrong about them, won't you, Duke? You betcha. Das kommt uns ja. Get to the Duke Dome as fast as you can. Ja. An advanced force is already on its way, but they're outmanned and outgunned. Mhm. We need you, Duke. Okay. Yeah, okay. Now more than ever. Yeah. I know. I'm sorry. I was currently distracted by the trailer. Did you think I was gone forever? So, das hier kennen wir aber alles. Das kommt uns ja merkwürdig bekannt vor. Und man muss schon sagen, es war wirklich, so gesehen, war viel Abwechslung im Game, die aber leider immer ein bisschen gestreckt wurde. Und dann waren immer diese leeren Abschnitte zwischendurch. Es ist viel passiert, aber wir hatten zwischendurch immer leere Abschnitte. So ein bisschen. Und das hat das Ganze dann so ein bisschen in die Länge gezogen. Ansonsten aber ein... Ja, man möchte sagen, ein gutes, spaßiges Spiel. Sehr solide. Und leider eigentlich nur halb so gefüllt mit Content, wie es hätte werden sollen. Yeah. So, was haben wir denn hier? Gefallen im Kampf. Was ist denn jenes? Ach, das ist doch... Ach, das ist doch hier der Endtrader. Den kennen wir doch. Ich glaube, den haben wir doch gerade erst gesehen. Yo, den können wir uns sparen. Dann gehen wir mal aus den Videos raus, machen mal Fotos aus dem Triptych-Büro. Wir gehen hier mal alles durch. Guck mal, ein Stuhl. Das ist also die Designabteilung. Die sieht natürlich sehr leer aus. Das erklärt einiges. Das ist das Eckbüro mit einem schönen Kuschelsofa. Das sieht ja aus wie ein Wohnzimmer eigentlich. Der Tech-Support.
würde auch einiges erklären, wenn ich die Maschine sehe, die da steht. Luxuriöses Quartier, das sieht aus wie eine Wochenendhütte. Leute! Der Demoraum ist doch ein Wohnzimmer, wo alle Leute auf dem Fernseher zocken. Aber gemütlich, muss man schon sagen. Mika, Abteilungsleiter, sieht auf jeden Fall sehr businessmäßig aus, muss man einfach sagen. Da sieht man gleich die strenge Faust und die strengen Puschen obendrein. Ach süß, die Füßchen. Hier, die Designabteilung. Ach, ich glaube, das war es auch schon. Das ist aber ganz klein. Ein Wohnzimmerbüro.